Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Video von einem kompetenzlosen Vollidioten, der keine Rechtschreibung beherrscht. Danke. Okay, kommen wir zu Marissa. Nee, ich habe mir für keine Begrüßung ein und ich musste irgendwas sagen. Jo, Marissa, was kann ich zu ihr sagen? Halt, Moment mal, da muss ich kurz mal was nachgucken. Ich habe gar nicht auf die der Sachen geachtet, den Fail lasse ich drin. Ausnahmsweise mal. Oh. Ich nehme den Laser. Wow. Ich glaube, ich bin unkreativ, dass ich immer den Laser nehme. Oh, diesmal ist er sogar durchgehend. Cool. Ein durchgehender Laser ist besser als ein Laser, der eine Unterbrechung hat. Zumindest bin ich der Ansicht. Kann ja jeder so sehen, wie er will. Mach ist er typisch. Sie ist schneller. Bla, bli, bla. Hurra. Jo, was soll ich anderes sagen? Ihr habt das ja schon gestern gesehen. Oder vielleicht auch nicht. Keine Ahnung, ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge ich die Parts suche. Und ob ich irgendwie mich doch noch entscheide, irgendeinen Bullshit zu machen. Das weiß ich schon. Rechtschreibung, also was weiß ich. Genau, ich weiß gar nichts. Das ist wichtig. Ich weiß ja nichts. Ja, der Fakt, dass Chiron nur mein Lieblingscharakter ist, sagt doch schon alles, weil sie sagt man doch so schön, dumm zieht dumm an. Das ist, glaube ich, das Intelligenteste, was ich jemals in irgendeiner was gesagt habe. Ich glaube, das ist peinlich. Aber das müsst ihr entscheiden. Ob das, was ich hier von mir gebe, scheiße ist. Weil ich bin der Auffassung, dass ich nur Bullshit labere. Aber vielleicht gibt es ja irgendwelche Leute, die darüber philosophieren können und denken. Was der Typ da labert, ist gar nicht so schlimm. Was zur Hölle mache ich hier? Wieder meine guten Übersetzungskünste. Es ist einfach, sich in den verschneiten Bergen im Winter zu verlaufen. Oh, diesmal bleibt es lang genug. Und weißt du, warum es so einfach ist, sich zu verlaufen? Nein. Weil im Winter gibt es nicht so... gibt es keine Berge... Was? Moment, hä? Das ist korrekt. Bist du eine verlorene Seele? Nein, ich bin normal. Das hätte ich sogar wirklich fast, da hätte ich fast sogar gesagt. Armes Ding, ja, niedergeschlagen von der Kälte. Es scheint, dass die in dieser... Oh, verdammter Bockmist. Blablabla, der Winter ist sehr lang dieses Jahr. Ey, hör auf! Blablabla. Wenn du schläfst... Leute, ich bin einfach zu scheiße. Ich würde es nicht vorlesen in Englisch, aber dann... Ich versuche zu übersetzen. Jo. Also, es ist ja nicht mein Problem, dass ich Englisch nicht verstehe. Mein Problem ist, dass ich nicht auf Zeit übersetzen kann. Nee, aber mal ernst. Versucht ihr doch mal in der Zeit, den gesamten Text zu übersetzen mit möglichst, was weiß ich, 20% richtigen Übersetzung. Okay, das ist eigentlich scheiße. Okay, ich aim darauf zumindest, dann richtig zu machen. Aber... ist nicht schlecht. Überhaupt nicht. Ich weiß, dass ich schlecht bin, aber das ist wirklich mir auch selbst zu hoch. Einfach fail. Ja, es gibt ein paar Sachen, die ich nicht kann. Rechtschreibung und auf Geschwindigkeit und auf Zeit übersetzen. Also, kurz gesagt, mit Abstand das schlechteste Lebewesen, was auf diesem Planeten existiert hat. Damit Happy Birthday allerseits, weil einer heute Geburtstag hat. Den Tag, wo ich das hochlade, oder an dem Tag, wo ihr es seht. Was weiß schon ich. Ja. Oh, Marissa hat den Hut abgesetzt. Ja, selbst wenn ich sogar schon diese Gegner besiegen kann, kommt der Frühling vielleicht bald zurück. Nein. Okay, das war unnütz. Auf zu nächster Stage. Anstelle, dass ich Stage 2 sage, sage ich auf zum nächsten Stage. Ja. Ich besitze nicht nur die Fähigkeit, Rechtschreibung zu beherrschen, sondern auch nicht die Fähigkeit zu sprechen. Ich glaube, ich sollte in eine Psychiatrie gehen und erstmal sprechen lernen. Das wäre wahrscheinlich ein Anfang. Ja, kann man mir sagen, dass ich in eine Psychiatrie soll, um sprechen zu lernen, weil ich zu dumm zum Leben sonst bin.
Das könnte gut hinhauen. Irgendjemand, der eine andere Meinung hat, kann er sie gerne haben. Ich meine, ich bin zu dumm zum Leben manchmal. Wie sagt man doch so schön, Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Ja. Ja, was soll ich eigentlich noch so sagen? Chen habe ich eigentlich ja alles schon in Remus Part gesagt. Was habe ich irgendwie wieder für Dreck? Ach ja, den Dreck, den ich immer von mir gebe. Wow. Blablablablablab. Erstmal die Points einsammeln, weil die wichtig sind. Ich glaube, das einzige Interessante an den Marissa-Parts und sowas ist, dass ich hier den Shit übersetze. Dass ich keine Ahnung habe, wovon ich reden soll. Es ist schlimm, wenn man im ersten Part schon direkt alles los wird. Das einzige, was ich jetzt noch sagen könnte, wäre, Junge, das Outfit ist ein bisschen anders als in Toho 6. Das war's. Mehr kann ich nicht sagen. Ich bin erbärmlich. Nennt mich erbärmliche Person Nummer 37. Warum 37? Keine Ahnung. Mir fällt gerade keine bessere Zahl ein. Ah. Irgendwas Menschenähnliches scheint hier zu leben. Sicher? Eine Katze? Ein Hund? Oder ein Fuchs vielleicht? Warum kommen meistens so einfache Texte und die sind dann ewig da, aber die anderen nicht? Du sollst diesen Ort nicht betreten. Geh weiter und es passiert noch was Schlimmeres, hä? Also, warum bist du überhaupt hier oder was ist dein Grund hier zu sein? Oder wer auch immer. Kein Grund, der dich vierbeiner interessiert. Ja, Wanderer, du bist in einem Ort angekommen, du musst den Weg verloren haben. Es gab mir einen Weg. Ja, stimmt, Marissa geht irgendwo hin, wo sie will. Oh, verdammt. Wie viel ist das denn? Also die Richtung des Wind hat sich geändert. Oh, komm schon! Jetzt weißt du nicht, wie du zurückkommst. Da hast du recht. Ich meine, es ist ehrlich. Ich hoffe mal, der Part wird nicht ewig lang, so wie der letzte. So, tut mir wirklich leid. Wer sich 51 Minuten anguckt. Okay, ich. Aber lassen wir das mal. Nein, ehrlich, ich habe mir schon Videos angeguckt, die verdammt lang sind. Teilweise sogar wirklich ohne vorzuspulen. Also. Ich glaube, ich habe Probleme. Nein, Filme zählen jetzt nicht dazu. Ich meine wirklich YouTube-Videos. Ja, das Problem mit Marissa finde ich. Ich finde Marissa wirklich schwerer, einfach weil sie ja keine Homing-Sachen hat. Und da ich so schlecht bin, brauche ich Homing-Sachen. Ansonsten ich nicht kann gut spielen. Und gut Deutschen ich auch nicht kann. Merkt man an meiner Rechtschreibung, merkt man an meiner Sprache, merkt man an allem. Ich nichts kann gut Deutsch. Geboren in Deutschland kann ich Deutsch. Das ist die perfekte Voraussetzung für alles. Dafür kann ich Mathematik, Physik und teilweise Informatik und Chemie und Englisch ist eigentlich auch nicht so beschissen. Zumindest könnte ich euch ja sagen, was Grace heißt für alle, die es nicht wissen, weil Grace bedeutet in so wie Gestreifschuss. Was passt? Weil die Schüsse ja dann knapp am Sprite vorbei sind. Also an alle, die das nicht wussten, die wissen das jetzt. Und an alle, die es wussten, ich habe gerade nur ein paar Sekunden eures Lebens verschwendet. Also quasi das, was ich mit jedem Satz tue. Ah. Das wissen es alle. Ich verschwende das Leben. Was? Ich verschwende das Leben der Leute, wollte ich gerade sagen. Nein, ich verschwende die Lebenszeit der Leute. Ach, warte. Das tun ja diese Leute, die in die Trends wollen, alle. Ah, verstehe. Also, jetzt weiß ich, wie ich in die Trends komme. Muss nur versuchen, eure Lebenszeit zu verschwenden. Das wird super hinhauen. Ich sage es euch im Voraus. Ich werde auf jeden Fall irgendwann in die Trends kommen. Garantiert. Nun ist es weg. Es war ein nutzloser Kampf mit einer nutzlosen Person. Naja, Chen ist ja eigentlich gar nicht so nutzlos, wie ich ja schon in Part 1 gesagt habe. Aber dazu komme ich halt später.
Lustig, sehr lustig, wenn ich jetzt Peter heißen würde, könnte ich einen Reim draus machen, aber ich heiße nicht Peter. Ja. Also an alle, die spekulieren, mein Name ist Peter. Es stimmt nicht. Mein Name ist nicht Peter. Und hallo Alice. Yay! Es ist lustig, dass ich mich mit Marissa bisher weniger Scheiße angestellt habe als mit Remo. Aber habe ich noch nie mit Marissa hier gespielt, also. Ja, ich sollte jetzt nicht zu übermütig werden, weil das wird sich bestimmt noch ändern, früher oder später. Außerdem habe ich bisher, glaube ich, nur zwei oder drei dieser Borders gehabt, was irgendwie strange ist, weil ich die normalerweise in Hülle und Fülle bekomme, aber da ich von den Borders nicht so viel Plan habe. Was weiß ich. Bockt mich eigentlich auch gar nicht, weil die kommen, wann sie wollen. Hat bestimmt was mit den Punkten zu tun. Eine der wenigen Sachen, die von Punkten beeinflusst werden. Und der zweite Kampf gegen Alice von 3 war. Ich wollte jetzt schon fast sagen, den finde ich am einfachsten von den dreien, aber ich hatte Angst, dass wenn ich das sage, ich direkt verreck. Ich habe irgendwie das Gefühl, nicht so gut dran. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass die Gegner mich hier nicht haben wollen. Aber ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Das liegt bestimmt nicht an den Hunderten von Kugeln, die auf mich geschossen werden. Ja, mal nachzählen, wie viele Kugeln gerade auf dem Screen sind. Es scheint hier sehr gemütlich zu sein. Ja, das interessiert nur leider niemanden. Findest du diesen brutalen Abend schön? Das ist nicht schlimm. Dann bist du ein Magier vom ultimativen Feld. Anders als ein Magier aus dem Gewächshaus. Ja, als Gegenteil vom Magier aus der Stadt. Oh, ich verstehe. Das ist die Willkommen. Ja, für das da. Im Frühling ist in bla 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 Phase. Ah, leck mich. Ich kann das nicht. Das ist mir zu schnell. Ich hab's nicht getan. Also Marissa hat wahrscheinlich gerade gesagt, du tust es wahrscheinlich. Und Marissa, ist das wahr? Und Marissa ist aggro. Marissa, warum bist du aggro? Selbst wenn es scheint, als hättest du irgendwie Frühling in dir. Nun, vielleicht sollte ich in deine. Ah, verdammt. Blablabla, vielleicht sollte sie in dem kleinen Frühling mitmachen oder sowas, hat sie gerade gesagt. Ja, es tut mir wirklich leid, ich kann auf Zeit einfach nicht übersetzen. Würde der Text da eine Weile bleiben, hätte ich kein Problem mit solch zu übersetzen. Ich werde auch ein Fangame-RPG spielen, was auch komplett auf Englisch ist. Da würde ich aber kein Problem haben, es zu übersetzen. Weil da habe ich genug Zeit, mir den Shit durchzulesen und ihn dann zu übersetzen. Die Sache ist ja auch meistens die, beim Übersetzen auf Zeit muss man sich Worte möglichst schnell ausdenken. Da verheddert man sich. Für alle, die es wissen. Und wenn man aber Zeit hat, kann man durchlesen und kann die Worte richtig zusammenlegen. Den Kontext würde ich verstehen, wenn ich es nur lesen würde, aber ich versuche, sobald es zu übersetzen, was eigentlich unmöglich ist. So, wir kommen zur kürzesten Phase des gesamten Spiels. Hurra! Und ich versuche mal ein bisschen mehr Schaden zu machen, indem alle meine Schüsse sie treffen. Ich meinte, ich sagte, indem alle meine Schüsse sie treffen. Ich sagte, in all. Okay, ja, versteht, glaube ich, worauf ich hinaus will. Sie bewegt sich mir einfach zu viel. Und dann mit den Kugeln machst du das ja auch nicht besser, weil du schon mal auch noch auf die konzentrieren musst. Aber egal, bisher komme ich eigentlich ganz gut durch. Marissa, dem Charakter, den ich eigentlich als schwerer ansehe. Naja, okay, im Normal hat das in iOS dir auch gestimmt. Ihr habt vielleicht ja meinen Fail-Runner gesehen. War erbärmlich, so auszudrücken. Außerdem habe ich schon 230 Grace, weil nicht aufpasse oder so ein Shit. Keine Ahnung, was weiß ich denn schon? Was weiß ich denn schon vom Zocken? Überhaupt nichts. Meine Inkompetenz übersteigt alles.
es ist, das war der perfekte Beweis dafür. Nee, mittlerweile kann ich mich eigentlich nur noch über meine Inkompetenz lustig machen, weil das ist eigentlich das, was man tun sollte. Sich über seine Fehler lustig machen. Es trifft mich nicht mal, wenn ich's will. Wenn ich stehen bleibe, meine ich. Verdammter Mist. Das Große hätte mich getroffen, aber genau in dem Moment, wo es mich getroffen hätte, wäre es weggegangen und ich wäre gestorben und das will ich nicht. Weil Lebensverlust sind. Sind sie wirklich nicht. Ja, waren die Winter immer so aufgewühlt? Ja, Menschen bleiben normalerweise in verschlossenen Türen. Du solltest mich nicht als einen normalen Menschen sehen. Bist du dann ein seltsamer Mensch? Ich bin normal, nur kein Mensch. Ja, das habe ich nämlich letztes Mal gar nicht erwähnt. Es ist nämlich eigentlich ein Yokai, aber es wird hauptsächlich gesagt, dass sie vorher ein Mensch gewesen ist. Und das war alles. Mehr Fakten. Ich habe alles ganz vergessen, soweit ich weiß. Wenn ich mich jetzt zurückerinnere. Bisher scheint es ja noch ganz gut zu. Ich sag einfach gar nichts mehr. Jedes Mal mache ich die dümmsten Fehler der Welt. Späteren Stages und versage dann aus Übel. Schlimmere kann man doch eigentlich schon gern versagen. Okay, doch, kann man. Es gibt bestimmt Leute, die schlechter sind in Tor, aber. Ja, die machen bestimmt keine solchen Fehler. Ja, irgendwo, ich wollte die Bombe aktivieren, aber war zu langsam und. Ich glaube, ich werde kein One-Seed. Aber darum brauchst du mir auch gar nicht gehen. Ich hasse es, dass ich keinen Homing-Shot habe, by the way. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich glaube, das. Okay, wenn ich es nicht erwähnt habe, ich kann es nicht leiden, dass ich keinen Homing-Shot habe. Marissa ist zwar schwer von der Shotkraft her, aber es macht es nicht besser, wenn man damit nicht umgehen kann. Oh nein, die schießen alle auf mich. Bitte habt Gnade. Ich hab selber keine Gnade vor den Gegnern. So, bitte, bitte. Oh. Yeah. Oh Gott, das kann ich. Ich kann mir nur vorstellen, dass Tour Lily werden wird. Ich freue mich drauf. Musste sein. Ich hatte Angst. Ich würde schon sagen, wenn ich jetzt gerade beim fröhlichen Bombeln. Ich hab gerade Bombeln gesagt. Alles klar, tut das in die Fail-Liste von falsch ausgesprochenen Wörtern. Da sollten von mir allein schon 3000 Einträge sein. Allein schon aus meinen 100 Videos. Jo, so sieht's nämlich aus. Aber was beschwere ich mich eigentlich? Ich bin inkompetent, dumm und alles, was dazugehört. Naja, immerhin besitze ich ein. Was war das für eine dumme Angst? Ein Teil vom gesunden Menschenverstand. Naja, ein Teil. Im Zocken zumindest nicht. Also, yo. Ihr seht ja, wie gut ich spiele. Das hier ist kein RPG. RPGs kann ich besser, weil ich bin auch wirklich mehr der Taktiktyp. Das kann euch der gute RPG-Gamer sehr gerne bestätigen. Ja, hat Pech gehabt. Der hat gegen mich im Pokémon verloren. Schwuppdidu. Und ich mache jetzt mal den Non-Directional Laser. Weil ich schlecht bin und ich die Unterstützung von Bomben brauchen. Tun. Genauso wie ich mal lernen muss, die Wörterbuch nutzen richtig. Ne, wisst ihr? Jo, normalerweise würden Leute das rausschneiden, aber ich bin so frei und mach das nicht, weil ich stehe zu meinen Fails. Ist doch schön, ne? Wenn man zu seinen Fehlern stehen kann. Genug Leute, die das nicht können.
Ich kann es. Zumindest glaube ich das. Hm. Nein, das Video scheint wenigstens wirklich nicht so lang zu sein wie das letzte. Ich weiß nicht, warum das letzte so lang geworden ist. Diese Barriere ist unglaublich. Es gibt keinen Weg. Oh, komm schon, wie jemand wie ich das ja schaffen könnte. Ist das irgendwas? Gibt es da irgendwas, was ich nicht verstehe? Hi, Lyrica. Ja, wie sollte ich das anders übersetzen? Tut mir leid, da kann man nichts übersetzen. Das ist ein... Was? Was ist ein geheimer Sex? Und sie sagt, Sesam, öffne dich. Das funktioniert hier nicht. Und ihr Blick passt perfekt. Na gut, also, wer bist du? Ja, das fragst du jetzt. Das ist doch egal, oder? Ja, ich glaube, es ist egal. Also, wenn ich dich besiege, wird sich das Tor öffnen? Lyrica, ist das ein Freund von dir? Wir haben dich gerade getroffen. Nein. Ja, ein guter Freund. Marissa, warum lügst du immer? Ach ja, das gehört zu ihrem Charakter. Mein Freund, ja. wunderbar. Immerhin, jetzt hat Lyrica eine Freundin. Wow. Alles klar. Alles klar, also... Mein guter Freund, würdest du so freundlich sein, diese Tür zu öffnen? Hilfe. Willst du nicht unserem ersten Lied zu hören, guter Freund? Es ist ein Lied des Willkommens zu einem guten neuen Freund. Freund. Ja, ich übersetze mit Freund und nicht mit Freundin, weil ich keine Ahnung, so schnell dass ich hinterher komme. Wenn ich es nicht besser wüsste. Oh, komm schon. Fangen wir an mit unserer Show. Schwestern fangen an. Sie ist deine Freundin, also mach erstmal ein Solo. Jo, und hier sehen wir Marissa. Alles klar, ich werde dir helfen, wann du auch brauchst. Du brauchst meiner Freundin nicht zu helfen. Du brauchst meiner Freundin nicht zu helfen, oder? Ja, sie muss gegen Lyrica als Hauptgegnerin kämpfen. Der Kampf an sich jetzt aber, glaube ich, an sich vom Prinzip her derselbe. Ja, ein bisschen anders. Was weiß ich. Ich passe da nicht so auf. Alles klar, ich wurde gerade von zwei Projektieren gleichzeitig angegriffen. Für alle, die es nicht gesehen haben, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen, als ich getroffen wurde, meine ich. Weil ansonsten wäre ich ja ausgewichen. Aber da ich ja nichts kann, sollte man das eigentlich erwarten. Denn was kann ich schon? Oder jemals an diesem Kanal etwas gerissen? Ich glaube, das größte Achievement, was ich gerissen habe, war zu beweisen, ich es geschafft habe, Lotus Land Story auf Normal zu schaffen. Ich habe keinen Bock mehr. Lass mal einen riesen Laser. Jo, Master Spark ist immer gut. Ein guter Laser tut doch immer gut. So an alle, die mir zustimmen. Dann schau die anderen Videos, was weiß ich. Ich bin unkreativ. Also okay, was haben wir sonst noch für Sachen? Kreativ, ich kann keine Rechtschreibung, ich kann generell gesehen gar nichts. Hallo Julia! Naja, immerhin verstehe ich ein bisschen vom Storytelling. Ja, Stories entwickeln, das ist für mich kein Problem. Ich kann auch Charaktere entwickeln, nur mit den Namen fällt es mir schwer. Und zeichnen ich allerhöchstens okay. Also, es hängt von ab. Zeichner ist, mit dem man mich vergleicht. Wenn man mich mit RPG Gamer vergleicht, dann kann ich einpacken ohne Probleme, weil der Typ super guter Zeichner. Halleluja. Wenn es aber um manche anderen Leute geht, dann bin ich ein... Ich habe mal gesehen, dass einer eine Ananas gemalt hat und die sah am Ende mehr aus wie ein Fußball als wie eine Ananas. Ich weiß, Ananas ist jetzt nicht das Leichteste zum Zeichnen, aber es ist jetzt nicht so schwer, eine Ananas zu zeichnen, ne? Irgendwie kommt mir diese Attacke bekannt vor. Nur mit dem Unterschied, dass es wieder Lunassas, die oben ist. Rika. Das ist irgendwie seltsam. Und ich habe schon wieder es nicht hingekriegt, eine Bombe einzusetzen. Also, ich glaube, ich verkacke mit Marissa doch als mit Remu. Naja, ich mag Marissa hauptsächlich mehr wegen dem Charakter. Also, ich mag Marissa nicht mehr als Remu hauptsächlich.
im Gameplay, aber ich mag Marissas Charakter. Gefällt. Ist lustig. Außer, dass sie immer Sachen klaut, aber... Ey, ich hab mal was, ein Spiel von einem Kumpel ausgeliehen und das... ein halbes Jahr in meinem Besitz gehabt. Ey, nun öffne ich die Tür. Die Tür öffnet sich nicht. Geht ihr nicht da durch, immer hin und wieder mal? Wir fliegen einfach drüber. Entschuldigt mich, was? Oh. Ich kann da nur drüber nur lachen. Sorry, dass ich ja da jetzt, falls da noch was war, nichts gesagt habe, aber ernsthaft. Wir fliegen einfach drüber. Hm. Ja, und Remo ist durchgebrochen. Okay, wir sehen den Unterschied. Was irgendwie seltsam ist, weil eigentlich müsste doch Marissa durchbrechen. Ich meine, sie liebt es doch, Sachen mit ihrem Laser zu zerstören. Yo, das ist ein Fakt. Einer der wenigen Fakten, die ich glaube ich noch nie erzählt habe. Das war's. Das war's. Außerdem kann man sagen, die Non-Directional Laser Spellcard hat sie von Patchouli geklaut. Die hatte zwar keinen Laserangriff, aber sie hatte ja einen Non-Spell, der so ähnlich war. Also, kann man glaube ich so zählen. Ansichtssache. Entscheiden. Ich denn schon. Genau. Gar nichts. Okay, das war eine Zeit, in der mein Gehirn von sprachtechnischen gesehen her vollständig ausgesetzt hat. Ja, das Problem ist hier halt, ja, was soll ich euch jetzt noch was erzählen? Auf halt, Jomo kommt gleich und ich werde verscheißen. Mensch, ja, okay, sie sagt exakt dasselbe, was sie beim letzten Mal schon gesagt hat, dass sie den Frühling aus unserem Körper zieht. Ja, der, ja, da. Da fällt mir gerade mal auf, wie soll man Frühling aus einem Menschen rausziehen? Frühling? Hm. Verschwörungstheorien vom Feinsten im Toho-Style. Wenn ich hier auf ganzer Linie versage. Was lustig ist, weil der Marissas Laserstrahl ist ja eine Linie. Und das war mit Abstand das Unlustigste, was ich gebracht habe. Aber da ich letztes Mal ja erwähnt habe, Jumo ungefähr in der Geschwindigkeit ein Viertel der Lichtgeschwindigkeit gehen, wenn Marissa ihre Mini-Hackero hinter ihrem Besen schnallen würde und damit losfliegt, wäre sie noch schneller. Zwar keine Lichtgeschwindigkeit, aber sie wäre schneller als Jomo und das ist nicht so toll. Nein, ich meine, sehr ernsthaft, stellt euch doch mal vor, wenn so eine Marissa auf euch zugeflogen kommt. Ich glaube, der Angriff heißt Blazing Star, mit diesem Angriff auf euch zugeflogen kommt. Es wird wärmer. Also du bist der Grund, warum die ganzen Überwässer wie so ein Tumult machen. Wow, exakt dasselbe. Wenn ich toter Mensch bin, dann wird das dann kein Geräusch machen? Natürlich nicht. Einen Menschen hier zu kommen in das Haku, wer auch immer, tot ist, ist der Tod die einzige Erklärung. Nun, ich bin am Leben. Ich glaube, du würdest auch so sein, wenn du tot wärst, Marissa, aber lassen wir das mal. Du bist trotzdem durch die Barriere gekommen. Es ist kein Wunder, dass die Geister hier so ein... Ja, bla bla bla, dass sie hier so einen Tumult machen. Nun, es ist hier immerhin wärmer. Schön und warm. Die ganze Frühlingsessenz aus Gensokyo gesammelt haben. Meine Güte, hör auf, so schnell zu reden. Die normalen Cherry... Ach komm schon, tote Körper haben eine nette, ja, nettes Flower Viewing Event. Der Zeige Ayakashi ist incomplete. So, Ayakashi, Amaris hat keinen Plan. Unser ganzer Stolz, der Yoka-Kirschbaum. Ja, ich würde das mir gerne mal ansehen. Mit nur ein bisschen mehr Frühling wird der Sagio Ayakashi voll aufblühen. Dieser winzige Funken Frühling, den du mir hergebracht hast, wird uns einen weiteren Schritt näher bringen.
Heilige Scheiße, das habe ich mal hingekriegt. Aber nach der ganzen Tumult, diesen Frühling zu sammeln, wir sind so kurz davor, sozusagen, wenn ich den ganzen Frühling klauen würde, um Kirschblüten selber zu blühen zu machen. Das klingt von mir. Ich werde dir meinen Frühling nicht übergeben. Ja, Yomo. Ich auch nicht. So ganz stumpf. Das erkenne ich, dass es wegen dem Dings. Ja, und dann sagt sie wieder, dass ihre eine Klinge fast alles zerschneiden kann. Bla, bla, bla. Und dass das wahr ist. Und das Lustigste ist ja auch noch, dass ich dumm bin und in diesen reingerannt bin. Ach ja. Ich glaube, ich sollte gefeuert werden. Von allem. Kompetenzlevel ist gleich. Wenn man meine Kompetenz in einem Level ausdrücken würde, wo das Schlechteste wäre und in das Beste, wäre es, glaube ich, auf Level minus 10. Okay, so schlecht bin ich jetzt, glaube ich, auch nicht mit meiner Kompetenz. Da habe ich übertrieben. Yo. Was soll ich eigentlich zu dem Kampf mit Yomu noch sagen? Eigentlich gar nichts mehr. Oh, wie knapp war das denn? Das war ja so pie. Wie knapp war das denn? Habe ich urplötzlich doch die Fähigkeit bekommen, wenig intelligenter zu denken? Oder habe ich einfach nur Glück? Was schätzt ihr? Ich hätte Glück. Ich und Skill sind zwei Wörter, die nicht in denselben Satz gehören. Da könnt ihr sehr viele Leute fragen. Sehr viele. Sie werden euch alle dasselbe sagen. Ich und Skill nicht zwei Wörter, die nicht in denselben Satz gehören. Wie RPG-Gamer und, keine Ahnung. Keine Überreaktion. Das passt auch nicht in denselben Satz. Da er sehr gerne sehr viel überreagiert. Zumindest im Privaten. Aber ihr habt ja gesehen in den Videos, wie sehr wir überreagieren. Also, was soll ich dazu jetzt noch sagen? Wir reagieren halt viel. Hab ich gerade gesagt, wir überreagieren halt viel. Ich glaube, das ist kein Satz. Korrigieren. Mir reicht's. Kopfbär. Dieser Angriff. Jo, also, bis Yuyoko werde ich noch kommen. Aber ich werde euch mal eine Sache sagen voraus. Bei Sakuya und auch Marissa werde ich den Talk mit Yuyoko gerne mal ein bisschen weiter überspringen. Und das hat den ganz einfachen Grund, sehen, wie lang der letzte war. Also werde ich nur die ganz kurzen Sachen übersetzen und die längeren Sachen werde ich einfach überspringen, okay. Game Over. In diesem Let's Play. Da bin ich eigentlich glücklich, dass es erst in Part 2 passiert ist, weil ich eigentlich schon eins in Part 1 erwartet habe. Also eigentlich kein Grund, mich zu beschweren. Ich glaube, ich habe mich auch nicht beschwert. Nein, Yomo greift wieder voll an. Hat ja auch die Fähigkeit, die Zeit zu beeinflussen. Giant. Ja, sie ist ein Halbphantom, also sollte man das von ihr vielleicht erwarten. Ich frage mich eher, warum Sakuya die Fähigkeit hat, die Zeit anzuhalten. Ich weiß, sie hat eine Pocket Watch, mit der sie es kann, aber trotzdem frage ich mich das, weil sie anders als Yomu ein normaler Mensch ist. Okay, Yomu wird auch als zu den fünf menschlichen spielbaren Charakteren gezählt. Wie weggenommen. Egal. Das liegt daran, dass sie ein Halbmensch ist. Also zeig mir, wo dieser Saigyo Ayakashi ist. Wie auch immer sei, der Saigyo Ayakashi wird aufblühen. Ich glaube, ich habe das vorher hier falsch übersetzt, das macht das Sinn. Meine Aufgabe ist vollbracht. Ja, wer sagte, dass ich den Saigyo Ayakashi zum Aufblühen bringe? Ich will nur die Kirschblüten beobachten. Toll, Marissa. Danke. Danke. Du bist eine wahre Heldin.
Du verdienst den Friedensnobelpreis. Bitte gib mal den Friedensnobelpreis. Das wird nicht funktionieren. Das war die würde vielleicht Nobelpreis für, keine Ahnung, anerkannte Explosion oder sowas. Komm, aber warte. Ich hab jetzt schon. Hat er denn nicht Alfred Nobel bekommen? Ja, ich glaube, den hatte er bekommen. Ja, der hat den Nitroglycerinendeck entwickelt. Was? Was war das? Wie geil war das denn? Okay, mir war kackegal, was mir gerade übersetzt wurde. Das war einfach witzig. Das könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ich fand's cool. Ich hab das vorher nie gesehen und ich dachte, das ist lustig. Da lache ich jetzt erstmal eine Weile drüber. Ich denke mir nichts dabei. Also quasi gesehen, meine ganzen Videos in einer Szene zusammengefasst. Hurra! Jo, also. Nachdem wir Yomu besiegt haben, kommen wir zu Yuyoko. Wo ich wirklich nicht alles übersetzen kann. Es tut mir verdammt leid für alle, die das lesen wollen, aber... Können den Dialog irgendwo auf YouTube oder im Internet finden, weil ich habe leider nicht die Geduld, das nochmal über mich ergehen. Überall, wo ich hingehe, ist alles in voller Blüte, noch nicht ganz, es wird bald passieren. Oh, es ist mal kurz. Wird nur ein bisschen mehr Frühling, wird sogar der Sagioer-Kaffee blühen. Ich habe ihn hier, den Rest des Frühlings. Aber würdest du mir an der Stelle von Yomu geben? Jetzt übersetze ich nicht. Ja, wie wär's mit einer Position? Hörst du mir mal zu? Ich tue. Zu lang? Nein, nicht ganz. Auch zu lang? Zu lang? Wer weiß? Ich geb dir nichts für kostenlos. Wie wär's mit Kirschblüten anschauen? Yuyokos Gesicht. Es wird sehr belebt und interessant werden. Zu lang. Vielleicht, wenn dieser Ort nicht so von den Toten vollgegeistert wäre. Ach nee, wenn er von den Toten stinken würde. Riechst du mit deinen Augen? Nicht ganz. Verdammt, das ist ein langweiliger Weg, den Frühling zu starten. Du bist gemein. Ich teile deine Gefühle, Yuyoko. Zu lang, das ist gemein. Ja, unhöflich, zu lang. Ja, was auch immer, könnte ich jetzt nicht übersetzen. Ja, Gerüche bewegen sich langsam in der Unterwelt. Zu lang. Das ist eine Schande. Zu lang. Du kannst das später tun. Es wird nur einen Moment dauern. Ich werde meinen langweiligen Frühling nehmen, ja, Leichenmädchen. Steht da wirklich? Ich werde deinen wärmlichen Frühling nehmen. Black White. Also, schwarz-weiß. Ich bezeichne Marissa als schwarz-weiß, weil sie ein schwarz-weißes Outfit hat. Hurra! Es tut mir leid, dass ich jetzt wirklich echt nichts mehr übersetzt habe, aber ich hatte keinen Bock mehr. Und vor allem bei dem Finale will ich einfach nicht mehr so viel Zeit verlieren, weil ja, wieder knapp 40 Minuten, Halle Julia. Falls sich irgendeiner noch an mein Bimbo-Let's Play erinnert, das Stichwort liegt hier wirklich auf Hals. Ihr solltet wissen, dass da die Parts teilweise so 20 Minuten lang waren. Yo, und in iOSD waren die, ja, 30, 40 Minuten. Am längsten. Ja, war mein längster Part fast eine Stunde. Ist ja nicht so, als würde ich nur eure Zeit verschwenden. Finde ich auch noch meine, und das ist wesentlich schlimmer. Weil ich habe hier schon bessere Ton. Nee. Nein, kein Bock mehr. Yo! Wenn man keine Ahnung mehr hat, was man tun soll, bombt man einfach. Das ist Gesetz. Bei mir. Okay, und dieses Bild wird sich in Normal auch verändern, denn anstelle 3 Kugeln werden hier 10. Vielleicht kommt von den Großen. Und ansonsten fliegen hier so 100 Kugeln rum. Also, geschätzt 100 Kugeln jetzt. Ich glaube, das sind vielleicht sogar mehr. Keine Ahnung, könnt ihr mal sehen und mir die genaue Anzahl hier schicken. Als ob ihr das tut. Das macht keiner. Ich hier alles nur geschätzt, was ich mir gebe. Der einzige Vorteil, den Marissa ja meiner Meinung nach hat, ist, dass sie stärker ist.
Ah, und das einzige Mal, wo das wirklich nützlich ist, ist in diesem Kampf. Weil Yuyoko an sich ja eine der größten Hitboxen in diesen Spielen hat. Sogar die größte, weil der Fächer zählt ja auch. Da das quasi der ganze obere ist, ja, es ist die größte Hitbox. Somit haben wir das auch geklärt, wer die größte Hitbox in den Toho-Spielen hat. Oh. Dann muss man zu Yuyoko auch noch sagen, was ich letztes Mal, glaube ich, sogar vergessen habe. Hat, anders als Remilia, ich mir die Box jetzt überhaupt nicht mehr, ich mache das jetzt trotzdem durch. Anders als Remilia hat Yuko kein Spell Card Shield. Und für alle, die nicht wissen, was ein Spell Card Shield ist, das ist ganz einfach, dass der Boss von meinen Bomben geschützt ist. Yuyoko ist einer der Bosse, der das nicht hat. Remilia hatte es und haben es extra Bosse auch und die feinen Bosse später auch, und das setze ich jetzt mal in Anführungsstrichen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass dann nur noch 8 und 10 ein Spellcard-Shield haben. Da könnt ihr mich gerne korrigieren, weil bei 11 bin ich nie zum feinen Boss gekommen, wegen Steuerungsproblemen, da habe ich keinen Plan, wie ich das umstelle, weil ich zu inkompetent bin, und 12 habe ich den feinen Boss zwar nicht geschafft, aber da schien es mir auch nicht so der Fall zu sein. Und 13, 14 und 15 haben sie definitiv kein Spellcard-Shield, solange es keine Survival-Card ist. Also, nicht kaum welche ein Spellcard-Shield. Fällt mir mal so ein. Was irgendwie strange ist. Also, ziemlich sicher, dass 13 und 14 keins haben. Das habe ich extra gesehen. 15 bin ich mir nicht so 100% sicher. Da nicht auf die Lebensleiste achte, wenn ich bombe. Aber auf jeden Fall haben in 6 und 8 haben die feinen Bosse ein Spellcard Shield. Das ist Fakt. Yuyoko hat keinen. Und in 10 ist auch eins vorhanden. Das ist auch ein Fakt, da ich das geschafft habe. Ein bisschen Mühe und Not geschafft, aber ich hab's geschafft und das zählt. Was ich nicht geschafft habe, ist hier zu skillen. Außer mit Remo. Wisst ihr was? Hadouken! Es hat mal funktioniert. Ja, ich habe mich in den Tod geritten. Ob das was wirklich Gutes ist, weiß ich jetzt nicht. Aber hey, wen interessiert das schon? Ich bombe einfach rum, weil ich habe nichts Besseres in meinem Leben tun kann, als nur stumpf irgendwas zu feuern. Dann jetzt hier zu verscheißen, weil ich das hier auch nicht schaffe. Jo. Ach ja, falls ihr es wissen wollt, einen richtig coolen Remix von Yuyokos Theme. Metal Remix bezeichnet, da ich keinen Plan vom Metal habe, weiß ich das nicht und ich habe jetzt keinen Bock, die Person zu fragen, die sich bei mir im Bekanntenkreis mit Metal auskennt. Weil die mir bestimmt irgendwas anderes sagt, aber es wird als Metal Remix angegeben und ich finde ihn richtig gut. Findet ihr sehr schnell, gebt einfach ein Theme Remix oder Board of Life Remix, den sehr schnell. Ich glaube, das heißt sogar Symphonic Metal. Werdet ihr sehr schnell finden. Welches hier nicht einspiele, habe ich ja nur deshalb verlinkt. Ich auch nicht verlinken. Okay, ich habe jetzt mal eine andere Frage. Warum stelle ich mich gerade so gut an, während ich nur Bullshit labere? Meinem Ernst, sollte ich eigentlich nur Bullshit labern, euch kauen, weil ich mich dann aus irgendeinem Grund anstelle? Keine Ahnung, nichts sage? Ich bin gestorben, ja, aber ich hatte trotzdem noch ein Leben bekommen. Also ich habe definitiv weniger Continues gebraucht, als ich am Anfang gehabt habe, indem ich mein erstes genutzt habe. Naja, wie die Maus sei. Das war's für diesen Part und ja, das nächste Mal sehen wir uns mit Sakuya und danach mit drei Parts Normal. Also ich sag dir mal, tschüss.